Boah, wir brauchen 9 Fragmente, um 9, um ein Shard zu kriegen und 9 Shards für ein Gem. Ja, hier. Okay. Dann hat sich das leider hiermit erledigt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 mit dem Zeftech Ages Modpack. Wir müssen jetzt den Porzellanheater bauen. Und dazu brauchen wir White Dye Powder. Das kriegen wir entweder über Blumen, wobei ich eben noch nicht die richtigen hier habe. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, weil wir haben hier ja genügend Blumen stehen. Oder wir benutzen einfach das Bone Meal, was wir haben. Mendocini. Oder Lily of the Valley. Lily of the Valley haben wir auf jeden Fall. Diese. Lily of the Valley. Und was gibt es? Wie viel gibt es? 2. Und die hier auch. Zum Glück pflanze ich immer die Blumen hier wieder an. Weil, wie wir sehen, können wir die gebrauchen. Ah, warte mal. Yellow. Yellow brauchen wir nicht. Weiß brauchen wir. Auch heute bin ich wieder ohne Mephisto und Mavia oder sonst wen in der Aufnahme. Und darum sind wir heute einfach mal richtig produktiv. So, warte mal, ich brauche noch so ein paar Blumen. Ich weiß gar nicht. Haben wir hier noch welche? Wir haben 4 Stück von denen. Und zwar macht 8, 9, 10, 11. Das müsste eigentlich reichen. Das schmeißen wir mal schön hier in die Kiste rein. Soll das Pferd ein bisschen was schaffen? Ich hoffe mal, dass es das auch tut. Sehen wir nachher. Was anderes, was ich machen wollte, ist, wir haben ja letztes Mal noch einen Sattel gemacht. Ich könnte eigentlich mein Pferd da mal rausholen aus der Grube. Weiß nur noch nicht, wie ich das dann festmachen soll. An was? Dem, 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 dem. Ein paar Strings brauchen wir noch. Für den Lederriemen. So, dann gucken wir doch einfach mal, ob das alles funktioniert. Und wo ich das Pferd natürlich auch festmachen kann. Zack. Ach so. So, und jetzt sind wir hoch zu Ross. Mein Auge juckt. Bonanza. Kennt vielleicht der eine oder andere noch. So, Pferdchen, dich nehme ich jetzt mal her und probier dich mal hier anzuleihen. Geht nicht. Hier ran? Geht auch nicht. Hier ran? Geht auch nicht. Ja, toll. Wo mache ich dich denn jetzt fest? Dass du mir nicht abhaust.
die dem. Zack. Dann muss ich es halt so machen. Ich habe nichts dabei, um mich hochzubauen. Ich habe gedacht, ich könnte mich hochbacken. Okay, warte. Normal kommt das Pferd da hoch. Hallo? Komm raus hier! Das will nicht. Moment, erst das untere, dann den oberen Block wegmachen. So, Bären haben wir schon lange nicht mehr gefuttert. Weil wir haben ja hier viel besseres Zeug. In der Zwischenzeit müsste das weiße Zeug fertig sein. Wir brauchen White Dye, Flints. Aber wir brauchen die sowieso hier. Aber die kann ich ja schon mal rein platzieren. Jetzt fehlt nur noch die weiße Farbe. Und dann können wir bald so einen Keramikofen machen. Wenn das hier funktioniert hat, jawohl. Aber so viel kam da gar nicht raus. Warum nicht? Warum kamen da nur sechs Dinger raus? Die haben gesagt, da kommen mehr raus. Aus einer kommen zwei raus, hieß es. Haben die uns beschissen? Naja. Sechs Stück reichen zum Glück auch, um so einen Heater zu bauen. Dim, 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 dim. So, das kommt jetzt hier noch rein und dann zack, zack, zack. So, ich glaube, das war's jetzt. Gut, die müssen in den Ofen. Jetzt wollte ich gerade kurz diesen Flug machen. Geht aber nicht. Heater. Claydinger brauchen wir noch. Zwei Stück. Dann den Stone Grill. Zum Glück haben wir hier schon einiges an Material liegen. Cleanstone. Das ist Gravel. Oh, und ein paar Steinchen. So, die müssen wir, glaube ich, auch brennen. Und ich habe aber noch nicht so ganz verstanden. Can heat the melter using solid fuels. But has a more limited... Okay. Was ist denn der Melter? Melter... Porzellanmelter. Small version of a smeltery can melt metals but cannot make alloys. Okay, keine Verbindung, aber normales Zeug. Keine Verbindung. Heißt, wir können damit kein... Oh, bin ich jetzt eigentlich schon im nächsten Age? Das hätte ich jetzt gar nicht gewollt. Wo sehe ich denn eigentlich mein Age? Kann mir das mal einer verraten? Ich bin völlig unbedarft. Okay, warte, warte, warte. Da müssen wir ja dann wieder ein Haus bauen. Müssen wir uns in die Richtung ausbreiten?
Oder wir machen das hier unten mit rein. Weil hier ist ja noch eigentlich relativ viel Platz. Dim, 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 dim. Bisschen Cobblestone haben wir noch. Hallo. Hallo, du da. Tschüss. Oh, ein Creeperlein auch noch. Bisschen Monster hauen. Muss da auch drin sein. So, also machen wir hier zu. Nach vorne offen reicht ja eigentlich auch. Dann pflanzen wir den mal dahin. Kann ich den wieder abbauen? Hoffentlich geht er nicht kaputt. Ja, kann man. Okay, der kommt dahin. Wir haben doch so einen Kohleblock gemacht. Wo ist denn der hin? Wo habe ich denn den hingelegt? Ja. Den werden wir nämlich für den Heater benutzen. Hier müssen wir nochmal Porzellan machen. Wir haben keine. Muss ich das hier nehmen? Kann ich das so machen? Ja, sieht gut aus. Müssen wir nämlich nicht extra wieder irgendwas zerkleinern. Ich bin schon wieder hungrig. Und kein Essen mehr. Du machst hier nichts und bist einfach nur hungrig. Ach, hiermit wäre das auch gegangen. Ich bin extra runter und habe das Pferd malen lassen. Mal, wie viel brauchen wir denn davon? Ja, 6 Stück. Okay. Wenn ich allein bin, bin ich irgendwie produktiver, muss ich echt sagen. Ist er nur am Essen hier, wenn er das Ding bedienst? Also, little bit nervy. Es nimmt ja eine Keule. Einmal drehen nimmt er eine Keule, Alter. Schon krass. So, einmal noch. Also, eins brauchen wir noch, so rum. Gut. Ab in den Ofen und dann brauchen wir Kisten. Dazu brauchen wir Holz. Und zwar das Dark Abyssal Wood und natürlich auch Oak Wood. Habe übrigens hier ein bisschen Oakwood und Birchwood gesammelt. Sticks nehmen wir auch mal mit. Und was habe ich gesagt? Was? Oh, Flints haben wir auch noch. Ich habe gesagt, ich brauche noch irgendwas. Achso, dieses Abyssal Wood. Kann ich das nicht rausnehmen?
ist immer ein bisschen tricky, hier den richtigen Punkt zu finden. Außerdem brauche ich dieses Zeug hier noch. Bark brauche ich noch. Und zwar 8 Stück. Wie immer, das Holz hier reinknallen, dass der das Pferd ein paar Planken draus macht. Und jetzt sollte ich aber eigentlich alles da haben, um diesen Heater zu machen. So, wir fangen an mit den Kisten. Brauchen wir aber noch ein paar Steinchen. Das Rezept kennen wir ja inzwischen auswendig. Ups. Wäre ja auch schlecht, wenn wir das nicht wüssten. Nachdem wir schon so viele davon gemacht haben. Okay, dann brauchen wir den hier noch. Dafür brauchen wir noch mal. Oh Gott. Das artet gleich ein bisschen aus. War ja klar. Jetzt leckt der Hund vom Nachbar los. So. Hey, stimmt sogar alles, was ich hier tue? Shadow Games. Ich vermute mal, dass wir die Shadow Fragments auch zusammenpressen können. Aber wir am Ende nicht genug Shadow Gems kriegen. Haben werden. So. Aber ich guck mal. Hä, wo sind die hin? Hier sind sie nicht. Hoffentlich geht es. Boah, wir brauchen 9 Fragmente, um 9, um ein Shard zu kriegen und 9 Shards für ein Gem. Ja, hier. Ja. Okay. Dann hat sich das leider hiermit erledigt. Zumindest vorerst. Nee, warte, komm. Ich will das haben. Wir klauen uns da einfach so einen Hopper. Ich meine, ich habe hier 3 Stück am Laufen. Die brauchen wir ja gar nicht unbedingt. So. Einfach damit wir den Tech-Fortschritt kriegen. Melter. Das haben wir, das haben wir. Das brauchen wir noch mal. So ein Grill. Und dann.
wirklich zwei so Kisten gemacht? Kann mir das mal einer verraten? War ich mal wieder ein bisschen neben der Spur. So, und dann... Oh, die habe ich im Ofen vergessen. Jawohl. Was jetzt? Yay! Challenge completed. Let's get down and melt. Yeah, yeah, yeah. Ja, Moment. You lost access to stage 0 mob. You unlocked stage 1 mob und stage 1. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Welcome to stage 1. Da werden sich die anderen schon ein bisschen freuen, hoffe ich doch. Auch wenn die jetzt nicht dabei waren. Aber das ist mir relativ. Muss ich den jetzt draufsetzen? Ich hätte ihn aber gern andersrum platziert. Wenn wir schon so eine Auswahl haben. So, und die eigentlich auch, aber die kann ich nicht mehr wegmachen. Coole Sache. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich Erze sehen. Lass uns gerade mal runtergehen und gucken. Da, da, da. Da, da, da. Was ist denn das da unten? Da ist irgendwas. Ich habe Angst. Was ist das? Oh, nein. Können wir hier vielleicht mal so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Nee, ich wollte es ja wissen. Bin ja selber schuld. Aber wir haben da unten schon Erze gesehen. Hier ist leider nichts. Wir können noch mal gucken gehen. Da unten, das hier sind Erze. Die sehen wir jetzt, die können wir dann auch abbauen. Wahrscheinlich brauchen wir dafür auch natürlich die richtige Tech. Aber wie gesagt, das machen wir nicht mehr heute, aber... Was liegt denn da hinten? Bin doch ein bisschen neugierig. Cooked Bat Meat. Das bringt sogar viel, 3,5. Ja, ihr wisst's. Minecraft halt. Muss man einfach mal nachgucken, wenn man schon da ist. Okay, keine Ahnung, was es ist. Was ist denn das? Kann ich das abbauen? Okay, mit der Schaufel wohl eher. Wir hatten mal eine Schaufel gehabt. Okay, egal. Wir freuen uns über Stage 1. Und, ja. Mephisto 2051 und Mavia werden sich bestimmt hoffentlich auch freuen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Minecraft City 2. SafeTech Ages Modpack. Und. Nee, das war doof. Hier kommen die ja raus. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar und tschüss.